Im politischen Archiv des Auswärtigen Amts verwahren wir die Personalakten seit 1870, darunter auch viele von Frauen. Viel ist nicht ganz richtig, denn Frauen waren früher im Auswärtigen Amt unterrepräsentiert. Die älteste Personalakte einer Frau im Auswärtigen Dienst ist die von Frau Klarner. Sie ist 1902 im Generalkonsulat in Budapest als Maschinenschreiberin eingestellt worden. Das Schreibmaschineschreiben war für viele Frauen der einzige Einstieg in eine Beschäftigung im Auswärtigen Dienst. In der Bildersammlung des politischen Archivs sind auch zahlreiche Bildalben von Attaché-Jahrgängen und da kann man sehr genau sehen, wie das Verhältnis, zahlenmäßige Verhältnis zwischen Männern und Frauen sich damals darstellte. Als ich 1990 hier im Auswärtigen Amt angefangen habe, gab es sehr wenige Frauen in der Diplomatie. Das hat sich jetzt sehr geändert. Ich bin die zweite Staatssekretärin. Die erste ist im Bild hinter mir festgehalten. Frau Haber, unsere jetzige Botschafterin in Washington. Ab 2000 hat sich diese Lage so verbessert, dass wir durch die Nachwuchsförderung langsam in die Gleichstellung kommen. Der erste Gleichstellungsplan dauerte von 2004 bis 2007. Und in diesem Gleichstellungsplan sollten wir zum ersten Mal konkrete Ziele für die Behebung der Unterrepräsentanz von Frauen, besonders im höheren Dienst, nennen. Der Anteil der Frauen im höheren Dienst, gerade in den oberen Besoldungsgruppen, war wirklich gering. Also die konnte man an den Fingern einer Hand abzählen. Ich selbst kann mich gut erinnern, dass ich zum Beispiel auch an den Auslandsvertretungen oft die einzige Frau im höheren Dienst war. Im gehobenen Dienst haben wir schon ganz lange, auch schon in den 80er Jahren, mehr Frauen, die sich da qualifiziert haben für die Ausbildung als Männer. Aber es hat sich dann herausgestellt im Laufe der Jahre, dass wenn es dann an Leitungs- und Führungspositionen in dieser Laufbahn ging, es weniger Frauen waren als Männer. Das heißt, da gibt es ein Ungleichgewicht. Dann gibt es immer wieder die Argumente, wir haben doch längst Gleichstellung erreicht, Frauen haben so viel erreicht in den vergangenen Jahrzehnten, wir brauchen das alles gar nicht mehr, jeder hat doch gleiche Möglichkeiten. Dann gucken wir uns aber mal Erhebungen an, Studien an, Statistiken an und stellen fest, dass das oft ein emotionales Empfinden ist und kein tatsächliches. Wir laden zum Beispiel externe Experten ein, mit denen wir uns darüber austauschen, ob wir alle in unserem Denken und Handeln durch unbewusste Vorurteile beeinflusst werden, die möglicherweise dazu führen, dass wir Männer anders bewerten als Frauen. Ich habe 2018 meine Ausbildung im höheren Auswärtigen Dienst begonnen und Gleichstellung war von Beginn an gleich ein ganz wichtiges Thema für uns. Und zwar leider aus dem Grund, weil das Geschlechterverhältnis bei uns auffällig unausgeglichen war in der Crew. Also von den 50 Crewmitgliedern waren 34 Männer und nur 16 Frauen. Und bei den vielen Terminen und Veranstaltungen im Rahmen der Ausbildung wurden wir immer wieder darauf angesprochen. Wo sind eigentlich die ganzen Frauen? Das Beispiel zeigt aber, dass es mittlerweile eine Erwartungshaltung besteht, dass im Auswärtigen Amt eigentlich als Standard vorausgesetzt wird von außen, dass in etwa gleich viele Männer wie Frauen hier arbeiten. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren hat sich sehr viel getan, sowohl in den neuen Crews als auch im Amt insgesamt. Wir sehen mehr Frauen in Führungspositionen. Also was ich schon sehr, sehr stark wahrnehme, ist eben, dass heute auch junge Kollegen viel selbstverständlicher ihrerseits einfordern, mehr Zeit für ihre Familien zu haben. Das war vor 20 Jahren noch, das waren einsame Leuchttürme. Wir sind jetzt auch gar nicht so große Exoten als Amtspaar im Auswärtigen Amt. Es gibt immer mehr davon und da gibt es verschiedene Modelle. In der Tat. Also es hat auch schon das Modell gegeben, dass sich zwei Paare drei Posten teilen. Das andere ist Jobsharing oder eben das Modell, dass man an einer großen Vertretung ist oder einer internationalen Organisation. Und der Ausbildung finde ich es ganz wichtig, alle für das Thema zu sensibilisieren. Also dass alle, egal ob man gendergerechte Sprache benutzt, ob man das Bild, was man nach außen gibt in strategischer Kommunikation mit Partnern im Ausland oder aber auch, was man nach innen in einer Abteilungsrunde zum Beispiel kommuniziert, ob man da immer nur die männliche Form benutzt oder weibliche und männliche Formen oder ob man da immer nur von männlichen Vorbildern spricht. Also das ist ganz wichtig. Das sind manchmal nur kleinliche oder vermeintliche Kleinigkeiten, aber ganz wichtig und ganz effektiv, um Frauen und Männer gleichermaßen mitzunehmen. Gleichberechtigung ist eine Frage von Fairness. Und es geht hier nicht um irgendein Wohlfühlthema, sondern es geht tatsächlich
um Stabilität, es geht um Frieden. Und wir wissen heute, dass Friedensabkommen länger halten, wenn auch Frauen an den Verhandlungstischen sitzen. Ich weiß nicht, ob Frauen in der Diplomatie etwas anderes machen als Männer. Um ein guter Diplomat zu sein, braucht es verschiedene Qualitäten. Und die müssen eben Männer und Frauen haben. Also Kompetenz, Respekt, Einfühlungsvermögen, Neugier, auch Menschen vor allem, Kompromissfähigkeit. Ich habe beobachtet, es gibt gute Diplomatinnen und es gibt gute Diplomaten und es gibt auch das Gegenteil bei beiden Geschlechtern. Gemischte Teams arbeiten effektiver und erfolgreich. Das wissen wir schon seit langem. Und das muss sich nicht nur in unserem Denken, sondern das muss sich endlich auch in unserem Handeln niederschlagen. Und zwar nicht nur in der Außenpolitik.